Zack, einen habe ich. Ja, ich drehe gerade mit einem. Jetzt ein bisschen irritiert gerade. Ich fand jetzt witzigerweise. Oh, eine Rakete inbound. Ja. Also der Sturm steuert sich noch ein bisschen hektisch. Man sieht es hier so ein bisschen. Es ist nicht ganz einfach mit den Dingern was zu treffen. Aber jetzt habe ich gerade einen guten Schuss. Jawohl, zerstört. Also man muss sagen, diese Kombi aus allen Waffen ist schon ziemlich durchschlagend. Ah! Welcome back to the flight deck. Ja, jetzt benutze ich mal Dosas Spruch. Es passt gerade so schön. Wir sind nämlich tatsächlich auf dem Flugdeck und mal mit was ganz, ganz Neuem. Ja, wie ein stolzer Angler, der gerade einen großen Fisch gefangen hat, steht der Wiesen vor mir. Und zwar mit der Vanguard Warden. Wiesen, da ist er endlich. Ja, Hammer. Heute Nacht ist es passiert. Da kamen sie zu uns geflogen in dem Live-Patch 2.1. Ein totales Mörderschwein, das Ding. Ja, muss man sich mal anschauen. Und es erinnert mich wirklich an die Warthog von der amerikanischen Air Force. Ja, und genau, mit dieser die fetten, A10, ne? Die A10, genau. Da habe ich auch den passenden Joystick zu. Ist das Vorbild? Oder ist das, ist quasi Simulator-Joystick von dem Schiff? Von dem Schiff, von dem Flugzeug. Und sie hat auch diese charakteristische Gatling Gun, die ja auch so typisch ist für die Warthog. Dieses Ding ist, schätze ich mal, mit ihrer Size 4 gegen schwere Ziele gedacht. Aber hallo, ich stehe gerade davor. Apocalypse Arms heißt das Teil mit Dosas Lieblingslogo. Sieht nämlich aus wie vom Comic The Punisher, wer das kennt. Und das Teil ist ja monströs. Ich schätze mal so 500 Kilo schwer, oder was wird das sein? Ja, oder eine Tonne? Ja, knappe Tonne würde ich auch schätzen. Riesengroß und darüber sind 4 fest verbaute Laser, ne? Das ist Behring und die heißen witzigerweise MVSA-Laser. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber sie sind irgendwie eine Sonderanfertigung anscheinend. Man sieht ja auch, dass da vorne Lauf gespalten ist. Ich schätze, das wird wahrscheinlich für die Hitze sein. Mhm. Ja, oder es sieht einfach geil aus. Ist auch okay. Also Fixed-Waffen, die im Jägermaßstab sind, und darüber haben wir natürlich die ultra krassen Sawbucks. Oh ja, da sitze ich gleich. Da sitzt du gleich, genau. Also das sind Hammerwaffen, die auch sehr, sehr stark sind als Projektilwaffen. Hier drunter haben wir nochmal die Ignite 2 Rakete. Die sind jetzt nicht so treffsicher. Die sollen wohl angeblich im Flug erst richtig aufschalten, aber schnell abzufeuern sein. Schätze mal, dass die gegen größere Ziele wahrscheinlich auch benutzt werden sollten, wo man sicher ist, die treffen dann auch. Ja, das ist das größte Schiff quasi im Fighter Command, ne? Wenn man so will. Unser größtes Schiff. Oh, dahinter ist noch einer da oben gerade. Das größte Schiff bei uns ist ein Fernaufklärer und ein Schiff, was man für schnelle Einsätze mit hoher Feuerkraft gebrauchen kann, wo andere Schiffe halt nicht so schnell hinkommen. Ja, wo man vielleicht auch ohne Navy-Support auskommen muss. Da ist dieses Schiff definitiv eine gute Wahl. Ist auch bei Star Citizen tatsächlich ein reines Kampfschiff. Da gibt es jetzt hier keine, bis jetzt zumindest, keine Frachtvariation von. Wäre auch ein bisschen unsinnig. Ich gehe mal kurz hier in EVA rein. Oh, ich bin runtergefallen. Ja, dann würde ich sagen, moderier mal kurz weiter. Ja, mach ich. Das ist mal eine schöne Ansicht. Mach das mal. Also ich bin jetzt hier gerade am Heck und gucke mir gerade so ein bisschen die Triebwerke an. Bisher war es ja nicht so ein großer Fan davon. Ich muss aber sagen, hier im Verse wirken die jetzt schon sehr massiv und irgendwie gefährlich. Also es sieht irgendwie nach echt einem Kampfschwein aus, wie Dosa so schön sagt. Also es sieht vor allem von oben sehr geil aus. Also ich schaue mir gerade das Schiff von oben an. Die Silhouette von oben finde ich wunderschön. Ja, ich mag auch das Flügeldesign von der Aegis. Ja, es gibt bei uns einige Leute, die halt immer sagen, Flügel in Space. Aber ich finde das geil. Vor allem jetzt mit dem Procedural Rendering und der Möglichkeit, damit in der Atmosphäre zu fliegen. Ja. Finde ich das schon echt schick, muss ich sagen. Ja, muss ich auch sagen. Die sind jetzt noch angelegt, die Flügel, ne? Der hat die Öhrchen angeklappt, genau. Aber es wirkt wirklich wie ein moderner Tarnkappenbomber, ja? Also ein Ding, was irgendwie nur für den Kriegszweck gebaut ist. Effizient, ja, wie ein Stück Metall mit Waffen dran. Ich stehe jetzt hier direkt vor dieser riesigen Gatling und gucke da in die Rohre. Keine schöne Ansicht, kann ich dir sagen. Würde auch jeder Militärexperte sagen, ist keine gute Idee reinzuschauen. Nee, das stimmt. Aber du checkst gerade nochmal, ne? Genau, ich mache hier quasi den Pre-Flight-Check, wenn man so will. Pre-Flight-Check und ich lande hinten sanft, versuche es zumindest.
um mal einen Blick reinzuwerfen. Ich finde ja dieses Aegis-Design total cool. Du kannst es ja wirklich wiedererkennen, finde ich, von der Retaliator so. Ist sehr konkret, ne? Also es ist sehr konkret und ich mag auch inzwischen diese schwarze Bemalung. In den Hangars hat es mich immer ein bisschen genervt, weil die Konturen so verloren gehen. Jetzt in diesem harten Sonnenlicht, finde ich, heben sich Teile aber trotzdem sehr gut ab. Jetzt haben wir hier einen Mitläufer. Ich hoffe, der macht uns jetzt keine Schwierigkeiten. Ja. Ich gucke mal gerade. Bist du kann vorne oder hinten? Stehen. Ich bin neben dir jetzt. Dann würde ich sagen, wir gehen mal rein, oder? Ja, würde ich auch sagen. Geh mal rein und besetzen mal die wichtigen Positionen. Ja, dann müssen wir jetzt mal einfach gucken und hoffen. Schreibst du ihn mal vielleicht an, da kommt noch einer. Oh, oh. So, ich geh mal rein. Huch! Eine Sawbug ist im Weg. Ja, sehe ich auch gerade. Sehr witzig. Ist irgendwie ein neuer Bug, der neuerdings so auftaucht. Also, oh, da rennt schon jemand zum Cockpit. Ich glaube, wir machen mal einen Alarmstart. Und schauen uns gleich nochmal das Innenleben an. Ja. Sitzt du im Turm? Ich fahre gerade den Turm runter. Sehr gut, da waren wir schnell genug. Wow. Ich sitze jetzt im Turm. Also, ich starte jetzt trotzdem mal. Ich bin gestartet, startet sehr weich. Der Überblick ist der Hammer. Also für mich als Piloten ist es echt geil. Und ich habe die ganz bekannten Multifunktionsdisplays überall. Ja, habe ich auch. Also ich bin jetzt hier im Turm drin. Ordentlich Firepower mit den Sawbugs, 2 Stück. Und steuert sich momentan noch sehr weich. Die Türme übrigens haben sie auch überarbeitet im neuen Patch. Also das wird man auch hoffentlich bei der Constellation und bei der Cutlass sehen. Bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze jetzt im Kampf anfühlen wird. Also sie haben geschrieben, ne, zurzeit, dass das Schiff von den Manövrierfähigkeiten noch nicht fertig ist. Ja, und sich ein bisschen zu weich, also ein bisschen zu schnell wohl fliegen lässt, ja. So ein bisschen zu einfach manövrieren lässt. Es fühlt sich auch gerade wirklich an wie ein Fighter. Also wenn ich jetzt hier rolle, ich habe einen Speed drauf. Oh Gott, ich komme gar nicht hinterher mit dem... Oder auch hier, ja, der Kurvenflug ist zurzeit halt unfassbar gut. 180 sehe ich hier gerade, machen wir im Combat Mode. Ich gehe jetzt mal auf Cruising Speed. Wow. Ja, geht ab. Ich bin jetzt mal in der Außenansicht. Wirklich schön zu sehen. Oh. Also, Leute, meine These war richtig. Ja, ich hatte immer den Eindruck, so das Ding ist wahrscheinlich zum Abfangen von großen Schiffen geeignet. Und das sehen wir auch hier mit dem Cruising Speed von 1565 Metern die Sekunde. Sollten wir jeden auch im Cruise Speed verfolgen können, zum jetzigen Stand. Das Ding wird ein Problem für die Navy. Das wird ein echtes Problem. Ja, das ist ein richtiger Zerstörer gegen halt Connies und Retaliator. Gegen so Schiffe mittlerer Größenklasse. Ne? Ich weiß halt nicht, ob das Ding jetzt auch performt in der Warden-Ausführung gegen jetzt ein Kapitalschiff. Da glaube ich, braucht man dann wahrscheinlich eher die Harbinger oder mit ihren Torpedos, ne? Vermutlich, ja. So, ich suche mal ein Jumpgate raus. Wir suchen uns mal ein bisschen Stress mit Piraten. Ich nehme mal das hier. 625. Wuhu! Jump! Hui, jetzt sind wir weg. Jetzt sind wir weg. Sehr schön. So, wir sind da. Also sie fliegt sich gerade butterweich. Nur ich glaube, dass da, also auch die Schnauze hat zurzeit wenig Umwucht, ja? Mhm. So. Contact. Hab ich. Weapons free. Alles klar, Weapons free. Ich hab jetzt, du musst mir mal dein Ziel ansagen. Ich bin jetzt... Ja, da habe ich gerade ein Problem. Ich finde den Zielcomputer nicht. Ich sehe kein Target. Ach doch, da unten. Naja, das Ziel ist direkt voraus, jetzt auf 5 Kilometer. Leider habe ich hier kein Reading. 184. Okay. Ich kann nicht sagen, wie das Ziel heißt. Also ich habe ihn jetzt auf 3500. Ich auch. Okay, dann sind wir wahrscheinlich am selben. Der ist jetzt hier, oh. Naja. Der war schon tot? Der war schon tot, da ist aber ein stehendes Übungsziel. Zack, einen habe ich. Ja, ich drehe gerade mit einem. Jetzt ein bisschen irritiert gerade. Ich fand jetzt witzigerweise... Oh, eine Rakete inbound. Ja. Also der Turm steuert sich noch ein bisschen hektisch. Man sieht es hier so ein bisschen. Es ist nicht ganz einfach, mit den Dingern was zu treffen. Wobei, jetzt habe ich gerade einen guten Schuss. Jawohl, zerstört.
Also man muss sagen, diese Kombi aus allen Waffen ist schon ziemlich durchschlagend. Ah! Und noch einer zerstört. Ich tauche mal hier ab. Lässt sich gut fliegen, die Kiste. Direkt voraus ist einer. Sehe ich, ja. Ja, bleibst du an dem dran? Ja. Gut, dann nehme ich den, schalte ich den nämlich auch mit auf. Oh, oh. Ja, die Rakete ist auf jeden Fall abgewehrt. Ja, ich bin's nicht gewöhnt, Leute. Es tut mir leid. Ich fliege immer mit Gimbal-Waffen. Und es war jetzt auch ein bisschen zu früh heute Morgen, um das jetzt hier umzubelegen. Jawohl, weg. Sehr gut. Also, das funktioniert gegen kleine Ziele des Schiffs. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Es ist von der Turmsteuerung her, muss man halt sagen, es ist noch Jägermaßstab. Ne? Das heißt, die sind gerade noch sehr, 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 sehr ruckelig, die Türme. Das ist ja bei der Hornet auch so. So, ich habe mal die Ignite 2 abgeschossen. Naja. 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 Aber ich denke mal, das Raketensystem ist eh gerade nicht so ausentwickelt. Ja! Also, ich glaube, mit viel Teamarbeit ist das ein sehr... Weg! Okay, gut, die Gatling Gun ist heftig. Ah, nicht crashen jetzt. Guckst du ab und zu auch nach hinten? Voraus ist noch einer, ein Todesübungsziel. Ich glaube, der macht gar nichts. Ja. Der Rhythmus ist ein bisschen seltsam bei den Zauberbugs, ne? Ja. Da muss man sich dann gewöhnen. Du hältst zu tief, ne? Das Ziel ist höher. Jetzt habe ich ihn getroffen. Ach, bei mir schießt du woanders hin, ist das geil. Jetzt, doch, jetzt sehe ich's. Gegen die Obergiebbahnung, ich helfe dir mal, ja? Ja, und weg. Weg. Also man kann auch gerade sehr gut ausweichen. Ja. Ich würde sagen, Crusader Security hat hier echt schwere Luftunterstützung. Aber hallo. Also das Teil ist geil. Mir gefällt's sehr, sehr gut. Also ihr müsst in den Türmen wirklich aufpassen. Ihr müsst im Endeffekt nicht zu viel schießen, nicht einfach wild in die Gegend ballern. Bei dieser Art von Türmen gilt für die Cutlass übrigens genauso und für die Super Hornet. Sondern wirklich euch mit eurem Piloten auf ein Ziel einigen, einen Anflug suchen und dann schießen. Dann viel Kommunikation, auch. Ne? Ja, ja, ja. Ich denke, der Turm ist auch dafür da, um gerade im Cruising Speed, wenn einen jemand verfolgen will, um den dann abzuschießen, ja, oder wegzulocken. Ne? Gerade wenn man jetzt Abfangjäger hat, die einen jagen nach dem Einsatz. Wird der wahrscheinlich sehr sinnvoll sein. Mir fällt gerade eine Sache auf, die ich ein bisschen schwierig finde. Ja. Und zwar, wir haben in dem HUD zum jetzigen Stand nicht wie bei der Super Hornet ein Multifunktions-HUD, wo ich durchschalten kann, die Anzeigen, sondern ich habe tatsächlich diese Anzeigen nur auf dem Display darunter. Mhm. Ja, ich habe quasi die Standard-HUD-Anzeigen wie Geschwindigkeit, die Flugmodi, die Countermeasures. Und ich habe natürlich meinen Zielcomputer, aber ich kann jetzt nicht das Ziel mir anzeigen lassen im HUD und ich kann jetzt auch nicht mein HUD-Overview durchschalten, also Waffensysteme. Das muss ich alles hier in den Multifunktionsdisplays auslesen. Dadurch. Aber, ja. Ja, Entschuldigung. Nee, ich wollte nur sagen, das ist mit ein Teil der Zukunft, ne? Aegis ist halt etwas anders aufgebaut als Anvil. Du wirst vermutlich bei vielen Schiffen das feststellen in Zukunft. Ja, ich glaube auch, das ist der Vorteil dann von einem richtigen Jäger, also von einem klassischen Jäger. Der hat dann halt ein ausladendes HUD. Ja, und so ein Schiff wie das hier hat dann halt mehr Multifunktionsdisplays, die man frei belegen kann. So ist es. Nur mein Monitor persönlich ist jetzt ein bisschen zu klein, um, wenn ich halt normal schaue, alle Fakten zu erkennen, ja, auf einen Blick. Ja. Da muss man sich dann dran gewöhnen. Oder halt tatsächlich dann halt mit Systemen arbeiten, wo man halt dann auf Tablets. Ja, Anzeigen auslagert. Das ist ein guter Plan, ja. Das geht ja auch in Zukunft, weil es geht jetzt schon sogar. So, ich würde sagen, wir lassen uns mal hier im Raum kurz stehen und gehen noch einmal hinten reingucken, oder? Ja, können wir machen. War auf jeden Fall schon mal ziemlich geil und die bremst ab. Das ist der Hammer. Die sackt kaum durch. Aber wie gesagt, ich glaube, das bleibt nicht so. Ja. Also ich bin ganz erstaunt. Ja, wie gesagt, also bei der Manövrierfähigkeit seid vorsichtig. Das wird sich tatsächlich noch ändern, wie Wiesen schon gesagt hat. So, ich bin gerade aufgestanden. Das funktioniert auch. Kann natürlich sein, dass irgendjemand jetzt abschießt. Ich hoffe mal nicht. Ich finde diesen Vorraum immer noch hier ein bisschen seltsam. Im A-Deck, oder wie das heißt. Im Flight-Deck, ja, finde ich hier ein bisschen seltsam, dass wir halt so einen Vorraum haben, wo nichts steht. Aber vielleicht kommen da noch Systeme rein.
oder EVA-Anzüge für Notfälle, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, die lässt man besser an in diesem Jäger, ne? Vielleicht ja. Weil der Witz dabei ist ja auch, dass dieses Schiff halt trotz Atmosphärenverlust, trotz Hüllenbruch, ja, immer noch weiter flugfähig bleibt. Das heißt, wir brauchen wohl angeblich nur 30% der Integrität, um dieses Schiff weiterhin flugfähig zu halten. Die Küchenzeile fehlt auch noch, wenn es es wird. Schätze ich mal, es wird es. Kannst du keinen Kaffee machen jetzt? Ist ja nee, Kaffee, auch keine Aegis-Tasse. Was ich auch ein bisschen seltsam finde, ist die Toilette mit der Plexiglasscheibe. Aber wahrscheinlich ist es richtigen Soldaten einfach egal, ne? Naja, weißt du, es gibt ja auch diese Konzepte, kennst du doch heutzutage schon, wo sich so eine Plexiglasscheibe in dem Moment, wo du sie schließt, dann aufgrund von so elektrischer Energie, die da durchfließt, dann so undurchsichtig wird, weißt du? Vielleicht ist das das Konzept. Bist du das hier, der gerade rumläuft? Oder? Nein, ich bin im Turm weiterhin. Dann ist es ein anderer Kollege. Ich will einmal hier kurz an das Waffen-, an das Engineering-Pult. Ich glaube, da setzt sich jetzt einer in den Pilotenschuh. Ja, das ist doch gut, dann werden wir wenigstens nicht abgeschossen. Ich werde kurz mal hier Systeme anzeigen. Ah, Schildsysteme hat er wahrscheinlich ein bisschen drum gespielt, aber ich kann sie, glaube ich, noch nicht verändern. Ja, anwählen kann ich es aber nicht bedienen. Powerkonsole. Ja, Powergruppen. Jetzt setzt sich einer rein. Das ist doch gut. Ich bin gerade in der Außenansicht und sehe das. Ich kann ihm aber nicht. Oh! Upsa. Ich habe ihm gerade das Schildsystem abgeschaltet. Das war nicht nett. Ich glaube, ich kann auch die Thruster hier runterregeln, ne? Ich kann ihn auch einfach zum. Ja, ich könnte die Energie wegnehmen. Auf was schießt denn der Herr? Der probiert nur die Waffen aus. Gut, soll er doch. Soll er seine Chance kriegen? Ist doch gut. Ja, Throttle kann ich auch schon koordinieren. Aber ich glaube, hier so Komponenten sind auch schon angezeigt auf dem Display. Okay. Generator Power, also die sind, glaube ich, noch Platzhalter. Aber da gibt es schon erste Komponente, zweite Komponente, dritte Komponente, vierte Komponente, das wird schon angezeigt. Da gibt es dann sogar einen Slayer daneben. Der Power-Generator, den kann ich schon bedienen. Die Energiegruppen kann ich einstellen. Ich kann ihm die Schilde hier abschalten. Vorsicht, Manöveralarm, wir springen. Wir springen, danke. Ich weiß nicht, sind das beide Schildgeneratoren? Jetzt hast du gerade Schilde abgeschaltet, glaube ich. Ja, ich kann hier sogar schon getrennt zwei Schildgeneratoren auswählen. Wahnsinn. Wir sind bei einem Comrade und wir haben keine Schilde. Ich habe sie angeschaltet wieder. Jetzt gehen sie wieder, ja. Ja. So, ich mache jetzt hier mal den Fight weiter. Ich würde sagen, sind wir, glaube ich, gerade. Wir hätten uns auf diesen guten Mann nicht verlassen sollen. Ist doch ein schönes Ende. Zumindest hat er ein bisschen Spaß gehabt. Wir können ja mal gucken, ob wir ihm nochmal das Schiff hinstellen. Und ich muss sagen, ich bin als Fighter-Pilot wirklich, wirklich begeistert von dem Schiff. Also ich kriege richtig eine Gänsehaut. Das Konzept ist ultra geil. Das Einzige, was mir fehlt, ist ein zweiter Sitz im Cockpit. Ja, wie immer bei Aegis. Da sitzt sie irgendwie knickrig, die lieben Herren. Ja, aber das wäre halt noch ein bisschen geiler, wenn das Engineering auch vorne wäre und wenn da ein Typ sitzen würde, der wirklich als Waffenoffizier Waffen abschalten kann, Waffen kontrollieren kann, auch Raketen abfeuern, ne? Das fehlt mir so ein bisschen. Ein echter Rio halt, ne? Echter Rio wäre geil, ja. Wäre super schön. Wir müssen natürlich noch abwarten, was der Turm irgendwann kann, ne? Also, was vielleicht wird es auch irgendwann zusammengelegt, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber ja, war doch eine coole Erfahrung, mit dem Ding mal durch die Gegend zu rauschen. War echt Hammer. Also, wie gesagt, aber ich glaube tatsächlich, diese Manövrierfähigkeit, die wird nochmal zurückgenommen. Ich habe nicht das Gefühl, das Gewicht zu spüren. Ja, so ist es. Na dann würde ich mal sagen, wir testen das Teil weiter, oder? Ich würde sagen, wir machen noch einen kleinen Abstecher gleich, direkt. Mhm. Und sonst haben wir das Ding auch schon im Hangar vorgestellt, als es Hangar-ready wurde, im PTU-Patch. Genau, da findet ihr alle weiteren Informationen, auf jeden Fall, was die Waffenauslastung angeht und wie das Teil von den Stats her wirkt. Das haben, glaube ich, Dosa und du, ihr habt das gemacht, ne? Genau, da haben wir quasi unter die Motorhaube geschaut und mal ein bisschen genauer uns alles angeguckt von den Stats her. Jetzt haben wir einen kleinen Flugtest hier gemacht. Ich denke, das Schiff ist gut und würdig vertreten. So ist es, absolut. Ja, also in diesem Sinne, schreibt uns, ob ihr die Vanguard auch cool findet, ob ihr sie selber schon getestet habt und sagt uns in den Kommentaren, ob ihr das Video cool fandet. Dislike, liked uns und schreibt uns auf jeden Fall das Feedback dazu. Ansonsten vergesst nicht, uns zu abonnieren, das hilft uns sehr, sehr weiter. Und wenn ihr wirklich uns unterstützen wollt, dann geht mal auf unser Patreon-Profil, dort könnt ihr uns selber auch als Channel unterstützen. Das würde uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns mal gleichzeitig mit einem 3, 2, 1 und... See you on the flight deck!